Ich darf mich recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Carmechanic Simulator 2018. Ja, wir haben anscheinend zwei Großprojekte vor uns. Weil ich gar nicht weiß, um was es geht. Klopft mit der Aufhängung. Es ist schwer, das Fahrzeug zu steuern. Und bei der Generalüberholung des Fahrwerks. Wow! Okay, ich sag, wir machen das Fahrwerk, weil da drüben ist ein bisschen mehr, da drüben ist nämlich der Motor. Hopp. Die Reifen runter. Hup. So, mal. Die Knose. Schaut hier alles gut aus. Genau, die Hälfte rot. So. Yep. Weit raus, glaub. So, vorne hin, überall. Und das Seite noch. Nee. Und da, hier, Knorse-Modus. So. Alles gut. Hinterachsträger ist gut. Haben wir was denn jetzt noch fehlt? Haben wir schon den Überchat her. Dann den nächsten. So. Einkaufsliste. Na komm. Eine lange Einkaufsliste. Linkslenker, Dämpfer, Querlenker, Hammer, noch ein Querlenker. Mal den Querlenker schon. Querlenker, Haarart. Haben wir noch nicht, okay. Anschlagbuffer, Feder. Nee. Das Unterlager. So, das Radlager ist in die Räume geraten, aber wird austauscht. Blum. Oh ne, warte. 1, 2, 3, 4. Von wohin denn jetzt nicht so weit? Okay, 4 mal die Gummis. 1, 2, 3, 4. So. Oh, das habe ich natürlich drüben vergessen. Ah, die ist da gut. Ist da gut, okay. Nee. Stabil, der Dämpfer und der Querlenker. Gott. Jetzt noch eine Gummilagerbuchse. Oh nee. Okay. Kleine noch. Oh nee. Haben wir noch eine kleine drin. Und da auch. Oh Gott. Alles tauschen. So. Gut. Einmal nach vorne. Überprüfen. Okay. Arkschenkel. Das. Ach Gott, so viel auf der Einkaufsliste. So, Koppelstange. Nochmal.
Da schon alle 4 aus, okay. 2, 3, 4. Habe ich das erkannt? Das habe ich. So, denke ich, da will ich mal aufbrechen mit. So, dann noch einmal den Spürstangenkopf. Abgeschenkte Brücken. Das ist in Ordnung. So, den Stoßdämpfer. Ja. So, die Feder. Das drüber ist in Ordnung. Die Radnabe. Radnabe. Ist da gut. Die Antriebswelle ist auch in Ordnung. Ja. Da schaue ich alle 4 aus. So. Schauen wir mal, alles haben. Kann man nicht. Also das wird das Ding haben. Ich glaube, ansonsten haben wir alles. Na bumm. Na bumm, na bumm. Ein kleiner großer Kopf. Eigentlich ist der. Gartnabe. Haha. Typ B. Bauen wir einmal. Achsschenkel. Typ A. Achsschenkel. Längslager. Ah, Längslenker, hoppala. Längslenker. Lang. Stoßdämpfer. Ein Rohr. Gasdruck, den brauchen wir zweimal. So, jetzt kommt's. Querlenk. So, Querlenker. Oben. Querlenker. Typ. Typ A und Typ B. Anschlagpuffer. Anschlag. Ja, den einmal. Feder. Machen wir die einmal und die einmal. Federunterlage. Die brauchen wir zweimal. Genau. So. Gummi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Stück. Okay. 10. Okay. Die kleine brauchen wir 2, 4, 5 mal. 5 mal, ne? Ich muss sicher sogar 6 mal mit. Das kann ich nicht wissen. So. Die Koppelstange. Der Stabi. Stabi hinten. Wo ist H? Den Stoßdämpfer haben wir, den Querlenker. Machen wir noch einmal. Querlenker. H-Typ B. Achsschenkel. Achsschenkel V. A Typ A. Spurstangenkopf brauchen wir zweimal. Die Spurstange brauchen wir einmal. Antriebswelle. Antriebswelle. A Typ C brauchen wir einmal. Zwischenwelle A.
Koppel, die Koppelstange. Typ. Ah, wir haben mal Lenkgetriebe. Lenkgetriebe. Einmal. Spülstange, komm mal, Stoßdämpfer brauchen wir noch. Stoß. So, Stoßdämpfer. Mac. Person. Und die Feder haben wir auch schon. Was? Eingriffsliste ist fertig. So. Top, okay. Koppelstange weg. Dämpfer, weg. So, andere Stelle weg. Nee. Spurstangenkopf. Spurstange weg. Jetzt nur auf die Tür hupfen. So. Alles zerlegen auf der Seite. Auch interessant, ja. Pimp ist das einzige. Oh ne. Jetzt habe ich das Gaslager vergessen. Oh. Wer war jetzt? Achso, Koppelstange. Zweimal. Sollte ich das Tablet zulegen? Rad L. E, ja, E, Idol L, Idol, Idol. Guck mal, Idol draus. Rad. Das Rad. Wer kennt das nicht? So. Schwuppdiwupps. Da rein, ja. Dann bringe ich nur die Gummi da runter. Eins. Zwei. Drei. Ja. So, montieren. Antriebsfähigkeit können wir montieren, das Lenkgetriebe können wir montieren. Jetzt müssen wir jetzt aufpassen, da brauche ich nämlich die. Und da brauche ich auch wieder 9, ja. So. Sehr schön, dass es zurückguckt. Jetzt auf der Seite, ja. Dann brauchen wir Hackschenkel. Spurstange. Stoßdämpfe, da kommt der rein, der was gut ist. So. Der Querlenker, also jetzt wird es interessant. So, 77 und. Rüber. 76. So, den vergeben wir auch neu. 70 Schutzblech. Radnabe. 1, 2, 3. So, das Radlager neu. Bremsscheibe nehmen. Antriebswelle. Das jetzt auf der Seite, auf der anderen Seite. Ich glaube, die andere Stelle war auf der Seite gedrückt. Also zum Tauschen. So,
Feinsatt. Ja. Schon, schon. Die Koppelstange. Aber die gute Koppelstange. So, jetzt gehen wir auf die, so, jetzt auf die andere Seite gehen. Ah, da hinten steht er. So, Federbein zerlegen. Ja. Wie schnell das Ganze geht. Sehr schön, ne? So, so. So. Na komm, wieder. Danke. So, plus. Muss jetzt mal das Radlager ran. Schon der halb neue Dämpfer. Antriebswelle. Ich hoffe, das war richtig so. Richtige Koppelstange. Ja. Warte, bevor ich die Zügel. Jetzt ist Koppelstange hinten. Koppelstange vorne passt. Stabe hinten. Okay. Ich glaube, wir haben vorne alles richtig zusammen, Bord. So. Komm. Jo, hin da. So, und ab mal nach hinten. Demontieren alles, glaube ich. Nein, nicht alles. So, raus. Kappelstange. Ich glaube, der war gut, nein, der war schlecht. So, andere Seite. Na bumm. Na boom. So, Längslenker. Weg. Querlenker. Weg. Koppelstange weg. Jetzt können wir nämlich auch einen Stabi weg. Wie viel ich? So. Hinten alles schön zerlegen. Ach, bitte zurück, komm. Danke. Ich hoffe, ich habe hinten nicht das. Jetzt kann ich gerade wieder das Radlager. Das haben wir. Jo, Hitze Schutz. So. Jetzt das Radlager. Okay, schaut eigentlich recht gut aus. Ja, neu. Das kommt neu. Der Lenzlenker war neu. Das Lager. Hinten haben wir auch schon immer neu. Stoßdämpfer ist jetzt nicht so schwer, weil er kommt sowieso neu. Muss ich nichts zerlegen. Die Radner. Der Radner war da neu. Okay, das hätte ich nicht ausbauen müssen. Jetzt sieht man das Lager wieder rein. Da hat man Deckel, Bremsscheibe, Bremsbeläge und natürlich Bremssattel.
Ups. Gummilager klein, kommt neu. Der Stabi ist auch neu zum Geben. Der Querlenker da ist neu. Arschlochkiefer neu. Die Feder neu. So, die Koppelstange war in Ordnung. Jetzt noch der Querlenker. Aber zack, gehen wir auch neu. Ups, und schrupp. So, dann können wir hinten schon mal wieder einen Reifen drauf tun. Okay. So, und auf der anderen Seite unten da war die Koppelstange neu zum Geben. Gut, das ist eh klar, dass der neu zum Geben ist. Oh ne. Querlenker. Klein, klein. Okay. Jetzt können wir gleich schauen, ob wir irgendwas zu viel gehabt haben. Ich habe noch gar nicht rausgeschaut. So, einmal. Komm her. Komm her. Okay. So. In der Gummilagerbuchse hat anscheinend auch noch einen sehr guten Zustand gehabt. Also nicht so tragisch. Austausch. Nee. So. So, dann probieren wir mal. Was? Das heißt, ich hab. Okay, auf der Satzzeitzustand. Das ist gerade nicht die Tragik. Das müsste eigentlich so gehen. Und sie ist dann. Ja, sehr schön. Gut. Dann hätten wir wieder einen Platz frei. Damit müssen wir noch eine Probefahrt machen. Okay, das heißt, wir machen in der nächsten Folge eventuell mit einer Probefahrt und eventuell. Ich habe irgendwie keinen Bock auf das rosa Auto. Ansonsten schauen wir uns da das nächste Mal den Motor an. Bis dahin, dann für euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet noch beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.